Guten Morgen, meine Lieben. Heute haben wir quasi ein frisch aus dem Bett Video, denn heute geht es um den berühmten Selleriesaft. Das ist das gute Stück. Ich finde das immer wunderschön mit der grünen Farbe. Und warum eigentlich Selleriesaft? Was hat es mit dem Hype eigentlich auf sich? Die Do's and Don'ts, das alles erfahrt ihr jetzt. Come to teach, come to be taught, come in the likeness in the image of God. Welche Fragen mir am häufigsten begegnen, wenn ich das erste Mal von Selleriesaft erzähle, ist Knollensellerie? Nein, um Knollensellerie geht es nicht. Und zwar ist es ganz oft so bei Gemüse, dass die Knolle nur halb so gut ist wie das Grün. Das ist bei Rote Beete so, das ist bei der Karotte so. Das Grün, was mit der Sonne beschienen wurde, hat oftmals viel mehr Vitalstoffe als die Knolle, die unter der Erde liegt. Natürlich gibt es noch ganz tolle Knollen wie Ingwer, Kurkuma, Ginseng und das Ganze. Das klammern wir jetzt mal aus, aber bei den gängigen Gemüsesorten kann man sich das schon mal merken, dass das, was oberhalb der Erde liegt, viel wertvoller für uns ist. Und beim Stangensellerie ist es eben genauso. Und die zweite Frage ist, kann man den kaufen? Ganz oft, ja, klingt super geil, den kaufe ich mir. Aber die blöde Nachricht ist, Leute, das müsst ihr schon selber machen, den kann man leider nicht kaufen. Gekauft wäre auch nur halb so gut, denn alles, was im Handel landet, muss pasteurisiert sein und da verliert der Saft praktisch einen Großteil seiner Nährstoffe. Von daher, Selleriesaft unbedingt selber machen, aber das zeige ich euch heute auch, wie ihr das macht. Dann zu der gesundheitlichen Wirkung. Warum Selleriesaft? Warum ist das so toll? Warum können Menschen damit ihre Krankheiten heilen? Oftmals nur allein aufgrund des Selleriesafts. Und Anthony Williams sagt, wenn jemand gar nichts an seinem Leben ändern kann oder will, dann zumindest Selleriesaft trinken. Das ist das Allerwichtigste, wenn man sonst nichts tun möchte. Die gesundheitliche Wirkung von Selleriesaft bezieht sich größtenteils auf die Mineralsalze, die dort enthalten sind. Die kommen so in keinem anderen Gemüse vor. Also allein der Natriumgehalt, was aber nur ein sehr vereinfachtes Parameter ist, ist weitaus höher als in vergleichbaren Gemüsesorten. Also schauen wir uns mal die wichtigsten gesundheitlichen Wirkungen von Sellerie an. Da habe ich euch ein Bild von Medical Medium Anthony Williams. Und wir fangen mal an. Also das allererste ist, dass Selleriesaft für die Regeneration der Nebennieren sorgt. Außerdem hilft es bei der Bekämpfung von Autoimmunerkrankungen. Autoimmunerkrankungen nehmen bei Anthony Williams auch eine ganz spezielle Rolle ein, wo ihr euch gern mal damit beschäftigen könnt. Das ist wahnsinnig interessant. Drittens bekämpft Selleriesaft Streptokokkenbakterien. Die enthaltenen Clustersalze sind sehr wichtig für die Funktion des Gehirns. Außerdem ist Selleriesaft effektiv gegen SIBO, das ist die Dünndarmfehlbesiedlung, und gegen Blähungen. Sie senkt die toxische Leberhitze. Außerdem stärkt Selleriesaft die Magensäure und hilft, dass die Leber genug Gallensäure produzieren kann, was enorm wichtig für eine effektive Verdauung ist. Außerdem bekämpft Selleriesaft Epstein-Barr-Viren und Gürtelrose-Viren, neutralisiert und spült Toxine aus der Leber. Das sollte dick unterstrichen sein. Die Leber ist so, hat so eine Schlüsselrolle in unserem Körper. Leberreinigung, Leberentgiftung ist mit das Wichtigste, damit alles andere reibungslos in unserem Körper funktionieren kann. Und dieser Punkt ist ganz arg wichtig. Das betrifft jeden. Und letzter Punkt, Selleriesaft ist effektiv bei chronischem Reflux und Sodbrennen. Ansonsten muss ich schon auch sagen, ich halte sonst Entsaften für eine gewisse Verschwendung. Ja? Also man zerhäckselt ja oder zerpresst das ganze Gemüse, am Schluss bleibt nur Treste übrig und ein Saft. Und aus so viel Gemüse wird so eine geringe Ausbeute im Grunde. Also ich bin nicht der größte Fan von Entsaften, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Obst mache ich das überhaupt nicht, weil ich Obst viel lieber esse, als es einfach zu entsaften. Aber bei Selleriesaft lohnt es sich wirklich. Also da würde ich sagen, versucht es in euer alltägliches Leben zu integrieren. Da tut ihr wahnsinnig viel für eure Gesundheit. Prost! Ich trinke schon die ganze Zeit, falls ihr merkt, der Pegel wird immer niedriger. Ja, wie mache ich jetzt Selleriesaft?
Dazu entführe ich euch gleich in die Küche. Da zeige ich euch alles, was ihr wissen müsst. Ihr braucht natürlich einen Entsafter, das ist das allererste. Bisschen Zeit am Morgen, aber das ist dann auch schon alles. Viel Spaß! So, jetzt live aus der Küche quasi. Also, das hier ist mein Entsafter. Das ist ein Slow Juicer, das sollte auch sein, da dürft ihr drauf achten. Ich finde, der Acorg hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, der tut, was er soll. Der Trester ist ein bisschen feucht, da gibt es bestimmt Slow Juicer, die kriegen da weitaus mehr Saft und Nährstoffe raus. Allerdings können die auch wahnsinnig teuer sein. Also ich finde, der hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann den euch unten mal verlinken. Ihr könnt natürlich auch einen anderen kaufen, nur so als Tipp. Dann ist das hier meine Staude Sellerie. Die werde ich jetzt für euch waschen und dann geht es gleich weiter. Also der Sellerie ist gewaschen und geschnitten. Die Staude hatte 680 Gramm. Ich habe sie gewogen, was verdammt gut ist. Also ich hatte jetzt über den Winter öfter mal Sellerie, die nur 400, 500 Gramm gewogen haben. Und die werden immer, also man sieht es vielleicht auch schon, die werden immer fleischiger und dicker und haben bestimmt eine gute Ausbeute. Jetzt fangen wir mal an. Also das ist der fertige Selleriesaft. Also mit der Ausbeute kann man echt zufrieden sein. Wie viel ist es? 500 Milliliter exakt quasi von einer Staude. Also es ist mehr, als ich in den letzten 2 Monaten immer hatte. Richtig gut. Das hier ist der Trester. Da gibt es auch Rezepte, was man damit noch anstellen kann. Ich habe allerdings noch nichts gefunden, was mich wirklich zufriedengestellt hat. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr mit dem Trester so macht. Allerdings meine Meerschweinchen essen ein bisschen davon und wie ihr es im Hintergrund vielleicht seht, da sind die Sellerieblätter. Die solltet ihr auf keinen Fall entsaften, denn das schmeckt schrecklich. Ansonsten wisst ihr Bescheid, den darf man jetzt noch sauber machen, das mache ich alleine. Ansonsten war's das. Was solltet ihr beachten, damit ihr die Vorzüge genießen könnt? Ihr solltet den Selleriesaft im Rahmen eurer Morgenroutine einbauen. Und wie ihr da vorgeht, ist folgendes Verfahren. Also ihr startet im optimalen Fall, wobei ich sagen muss, ich mache das auch nicht immer, aber ihr startet im optimalen Fall mit einer Mundspülung, da ihr so die Bakterien, die sich über Nacht in eurem Mundraum angelagert haben, ausspülen könnt und sie nicht wieder runterschluckt, dass sie wieder im System sind, sondern raus damit. Ich verlinke euch unten eine Mundspülung, die von Anthony William empfohlen wird. Ich nutze aktuell eine Wasserstoffperoxidlösung. Wasserstoffperoxid wirkt auch stark desinfizierend, entfernt auch die schädlichen Bakterien. Das ist eine ganz tolle Alternative, ist ein ganz einfaches Mittel im Grunde. Ihr solltet es nur ausreichend verdünnen. Ich habe dieses Produkt hier, denn die allermeisten Wasserstoffperoxide, alle bis auf das, sage ich euch, ich habe viel recherchiert, enthalten Phosphorsäure und das ist das einzige ohne. Es ist auch noch hoch energetisiert auf Urwasser. Das ist wirklich das beste Produkt, was ich gefunden habe. Davon gebe ich ein Glas Wasser, 10 Tropfen, einfach den Mund damit ausspülen, fertig. Solltet ihr gar keine Mundspülung haben oder für die Übergangsphase, dann spült wenigstens mit ein bisschen Wasser aus, zumindest, dass ihr die Bakterien loswerdet. Wenn ihr eine Mundspülung kauft, beachtet wirklich, dass es eine sehr natürliche Mundspülung ist. Geht dafür in Bioladen oder ins Reformhaus und kauft da eine Mundspülung. Die sollte unbedingt fluoridfrei sein und frei von bedenklichen Süßungsmitteln. Nachdem ihr euren Mund gespült habt, trinkt ihr 2 Gläser Zitronenwasser. Ich habe euch im letzten Video schon mein belebtes Wasser gezeigt. Das Zitronenwasser ist im Prinzip das gleiche, enthält nur noch mal mehr Zitronensaft, den ihr selbst gepresst habt. Ihr schneidet die Zitrone in 2 Hälften, quetscht die aus, fertig. Ihr seht hier nochmal das Zitronenwasser. Das ist auch ein bisschen trüber als das einfache, belebte Wasser. Also wie gesagt, ihr gebt eine Zitrone hier rein, reingequetscht, dazu die Gurkenscheiben, Zitronenscheiben und Ingwerscheiben.
Von dem Zitronenwasser trinkt ihr 2 Gläser nach der Mundspülung und so bereitet ihr euren Körper optimal auf den Selleriesaft vor. Ihr solltet wirklich den Körper erstmal richtig durchspülen und das schafft ihr mit dem Zitronenwasser perfekt. Ja, danach geht ihr so vor. Ihr wartet 15 Minuten, aber ich sag euch, bis ihr den Sellerie geschnitten habt und entsaftet, da vergehen schon 15 Minuten. Also ich schaue da nicht exakt auf die Uhr. Dann trinkt ihr den Selleriesaft, dann wartet ihr nochmal 15 Minuten und dann ist Zeit für den Heavy Metal Detox Smoothie. Den könnt ihr natürlich auch wann anders trinken, aber es bietet sich an, wenn ihr morgens Zeit habt, den direkt morgens zu trinken, weil morgens ist noch die Leber am alleraktivsten. Nach dem Schlaf kann man die Leber super zur Entgiftung nutzen. Und dann bitte nochmal 15 Minuten warten, bis ihr dann das erste Essen zu euch nehmt. Solltet ihr den Heavy Metal Detox Smoothie weglassen, dann auch nach dem Selleriesaft 15 Minuten warten mit dem ersten Essen, dass wirklich die Mineralsalze und alles Gute im Selleriesaft gut vom Körper aufgenommen werden kann, bevor da was anderes nachkommt. Dann, wo wir schon beim Essen sind, versucht es einzurichten, dass ihr bis mindestens mittags fettfrei bleibt, um die Leber einfach optimal zu unterstützen. Wenn sich die Leber im Fettstoffwechsel befindet, kann sie nicht entgiften. Und wenn ihr direkt morgens nach dem Selleriesaft irgendwas Fettiges zu euch nimmt, ein Müsli oder sonst was, dann wird es einfach sehr schwierig. Also bleibt bitte bis mittags fettfrei. Zum Müsli, wo ich es schon erwähnt habe, habe ich auch noch Tipps auf Lager, wie man das auch fettfrei hinkriegt. Das ist gar kein Problem. Da wird es in Zukunft bestimmt auch mal ein Video dazu geben. Ja, nochmal zum Selleriesaft. Welche Menge eigentlich und wie oft und ja, wie handhabt man das am besten? Ein Optimum ist 500 Milliliter am Tag. Also täglich ist wichtig, Regelmäßigkeit ist es A und O. Was die Menge angeht, da habe ich die Erfahrung gemacht und viele andere auch, man muss sich da erstmal rantasten. Also ich steige gerade meine Menge immer täglich oder jeden zweiten Tag um 10 Milliliter. Also ich gehe wirklich in so Mini-Steps vor, weil ich habe es schon mal erwähnt, ich so Juckreiz bekomme. Ich bekomme wirklich vom Selleriesaft an den Unterarmen, auch an den Unterschenkeln, auch manchmal am Bauch und am Rücken Juckreiz. Und ich muss wirklich die Menge peu à peu erhöhen, um mich dran zu gewöhnen. Also ich kann nicht dieses Glas auf einmal austrinken. Ich muss mich da rantasten. Und vielen anderen geht es eben ähnlich. Deswegen guckt einfach mal, welche Menge ihr vertragt. Je mehr ihr vertragt, desto besser. Dann könnt ihr auch gleich mit einer großen Menge starten. Optimum wäre irgendwann 500 Milliliter. Und dann kommen wir gleich mal zu dem Punkt, wie bewerkstelligt man das am besten mit der Beschaffung von Stangensellerie. Geht einfach mal in Supermärkte, guckt, wo gibt es Bio-Stangensellerie, wo gibt es die vielleicht am günstigsten, wo in der besten Qualität. Und dann müsst ihr euch einfach einplanen, ihr kauft einmal in der Woche eine große Menge. Das Gute ist, der Sellerie, der hält sich sehr gut im Kühlschrank. Ich hatte da nie sonderlich Probleme. Das Schlimmste, was passieren kann, dass der ein bisschen holzig wird, aber beim Entsaften ist es auch nicht so schlimm. Also das ist schon mal ein guter Punkt, dass wir es mit einem robusten Gemüse zu tun haben. Der zweite Tipp ist, wenn ihr einen Balkon oder einen Garten habt, dann könnt ihr Sellerie natürlich selber anbauen. Ihr nehmt dafür die Staude und schneidet den Strunk unten ab. Ich zeige es euch gerade mal. Da bin ich wieder. Also, ihr schneidet den Strunk so ab und stellt den in ein bisschen Wasser. Ihr könnt so ganz viele kleine Stangensellerie vorbereiten. Irgendwann beginnt der Sellerie wieder zu wachsen und Wurzelchen zu bilden. Und dann könnt ihr den zu Hause einpflanzen. Also es ist eine super günstige Alternative, so aus den ohnehin übrig gebliebenen Strunks, wieder neue Selleries zu züchten. Also das ist echt klasse. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Bei mir ist noch nicht Saison. Ab Mai werde ich das auch mal testen, ob das bei mir funktioniert. Ich hoffe doch sehr. Der dritte Tipp ist, ihr könnt euch Stangensellerie natürlich auch liefern lassen. Damit habt ihr überhaupt keinen Stress mit dem Einkaufen. Da ist der Haken, man kann natürlich die Qualität nicht beeinflussen. Manchmal gibt es halt irgendwie holzigen, fleckigen Sellerie, das hatte ich alles schon, oder irgendwie ganz mickrigen. Aber manchmal geht es auch richtig gut und man ist froh um die Entlastung.
Oftmals ist das Preis-Leistungs-Verhältnis auch gar nicht schlecht und man bekommt es direkt nach Hause. Das ist natürlich wunderbar, vor allem wenn man kein Auto hat. Bio oder konventionell? Das ist natürlich auch eine wahnsinnig zentrale Frage und da lautet die Antwort ganz klar Bio natürlich. Ja, wie ich bereits erwähnt habe, wird der Selleriesaft einfach in Kürze vom Körper aufgenommen, von den Zellen aufgesogen und deswegen sollte der schon von ganz besonderer, reiner Qualität sein. Und konventionelle Produkte haben einfach unglaublich viele Pestizide und Herbizide und Düngemittel und andere Schadstoffe. Also das möchte man doch tunlichst vermeiden. Also ich sag euch aber, bevor ihr gar keinen Selleriesaft trinkt, weil der bei euch vielleicht nicht bio verfügbar ist, wobei ich das sage, schaut mal, irgendwo gibt es den bestimmt immer in Bio. Aber wenn es wirklich gar nicht anders geht oder aus finanziellen Gründen oder was weiß ich, dann könnt ihr den Sellerie auch mit ökologischem Spülmittel waschen. Ganz wichtig aber, das muss ohne Duftstoffe sein. Ich habe hier ein Produkt, was sich durchaus eignen würde. Spülmittelsensitiv ohne Duft, damit ganz gründlich den Sellerie putzen, anschließend nochmal waschen und dann könnt ihr eventuell auch den konventionellen nehmen. Ansonsten immer Bio bevorzugen, bitte. Eine weitere Frage, die ich immer wieder höre, ja, kann ich den Sellerie nicht einfach essen? Natürlich, Sellerie zu essen ist auch super gut, gar keine Frage. Es macht durchaus Sinn, den Sellerie in seiner alltäglichen Ernährung einzubauen. Aber überlegt mal, ich zeige es euch nochmal. Dieser Saft, ich habe den gleich in Kürze weg, während eine ganze Staude Sellerie essen, wird schwierig. Da müsste man sich schon jeden Tag ganz schön quälen. Also das ist der erste Punkt. Man kann so eine Menge gar nicht so gut essen, wie man sie trinken kann. Das andere ist, dazu komme ich gleich, es sollte ja zu eurer Morgenroutine gehören. Ihr trinkt den Selleriesaft nüchtern und so erreicht ihr natürlich eure Zellen viel besser. Es wird im Nu von eurem Körper aufgenommen. Das geschieht oftmals in flüssiger Form immer deutlich besser als in fester Form. Es geht einfach viel, viel schneller und ist viel besser verfügbar für euren Körper. Der andere Punkt ist, gutes Gelingen euch mit dem Selleriesaft und denkt dran, die Regelmäßigkeit ist das A und O. Hauptsache, ihr bleibt dabei. Gute Besserung und lasst es mich in den Kommentaren wissen, falls ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder wie es euch damit geht. Ansonsten sag ich Prost, ich trinke noch den Rest hier.